Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Olaf von der Heidt und Martin Stelzle. Let's go, Disco. Da sind wir wieder. Hallo. Guten Abend. Ohne uns das letzte Mal verabschiedet zu haben. Und mit wilden Versprechungen von Teilen, die folgen. Ja. Nix war's. Gar nichts. Null. Nee. Nada. Ja, aber so ist das halt. Man wird halt überall enttäuscht. Das ist halt, ist halt überall dasselbe. Da freut man sich auf den Rückhör und die Reste und die News und was nicht alles. Und dann kommt nichts. Tja. Es wurde nachgefragt. Es hat einen ganz einfachen Grund, weil es eigentlich Quatsch ist, quasi den Orcast so aufzusplitten, dass ihr einen Track dann irgendwie Ende des Monats zu hören bekommt und den Rest dann irgendwie bevor der neue losgeht. Ja. Das ist irgendwie, ergibt das keinen Sinn. Ja, da haben wir uns. Da patschen wir lieber. Haben wir uns gedacht, wir lassen euch einfach mal im Regen stehen. Und machen es jetzt so, dass wir jetzt mit dem Voraushör starten. Und dann im Anschluss, also sagen wir mal so kurz, so knapp bevor der nächste Voraushör kommt, Ende des Monats. Nein, wir geben uns jetzt schon Mühe, das jetzt alles en bloc euch zu erzählen. Den Orcast. Wir haben auch zeitig angefangen. Ja, genau. Wir haben jetzt Mitte Januar 1982. Und, wie das wohl mit diesem Corona weitergeht. Ja, genau. Das ist ein Corona. Ja. Nein, also wie gesagt, also wir versuchen das jetzt möglichst ein bisschen dichter zu packen, damit die Teile von einem Orcast auch so halbwegs zusammen sind, zumindest und zwischen den Orcasts dann etwas die Pause ein bisschen größer ist, damit sie so ganz so chemisch aussieht. Heute mit Plural. Was ist denn der Plural von Orcast? Orchester? Orchester ist nicht schlecht, ja. Fällt mir gerade so ein. Ja, ich glaube, es ist auch, diese englische Pluralform gibt es ja, also gilt ja nicht unbedingt fürs Deutsch, oder? Wenn es im Englischen. Dass du einfach ein S hinten dran hängst. Ja. Klingt irgendwie komisch, ja. Orchester, schreibt uns. Ich bin für Orchester. Ja, Orchester finde ich super. Das könnte man direkt aufschreiben für die nächsten nächsten Orchester, genau. Ja, ja, der 108, wir sind wir jetzt, 108, hat auch einen Namen, sehr schön, finde ich. Ja, er hat sich ja aufgedrängt. Der hat sich aufgedrängt. Und zwar lautet der, darf ich? Ja, natürlich darfst du. Gordon Bleu hat höllische Migräne. Ja, mehr gab's halt nicht, weil ich glaube, der letzte Orcast war relativ kurz, die 107. Ja, ja. Solltet ihr übrigens im Hintergrund heute, vor allem im ersten Drittel, die Vermutung haben, dass ihr Haydn hört. Ja, ich habe meinem Kind heute die Symphonie mit dem Paukenschlag vorgespielt und das war der Knaller. Und seitdem trötet mein Kind den ganzen Tag die Symphonie mit dem Paukenschlag, den Anfang. Der sich anhört, wie morgen kommt der Weihnachtsmann ein bisschen. Okay. Ja, stimmt. Und dann? Kaboom. Ja, perfekt zum Einschlafen. Ja. Kennst du die Geschichte, warum er das so komponiert hat? Nee. Es ist sehr lustig tatsächlich. Haydn war damals schon in England und hat immer so vor Adligen gespielt, also seine Stücke. Und ihn hat das so angekotzt, dass die Adligen da mal eingepennt sind. Also ich dachte, da muss ich irgendwas machen. Und dann hat er tatsächlich so einen präsigen Anfang geschrieben. Dass die Adligen schön einschlafen und dann, bam, dass sie aufwachen. Nicht schlecht. Ich habe aber übrigens einen schönen Witz dazu. Ganz passender, wirklich sehr passend dazu. Okay, hau raus. Ja, es kommt ein neuer Dirigent, und das Orchester ist ein bisschen negativ gegen den eingestimmt. Der stellt sich dann vor das Orchester und sagt dann, meine Damen und Herren, ich bin der neue Dirigent und ich werde Sie zu einem der besten Orchester der Welt machen. Und da gibt es plötzlich hinten so einen zustimmenden Paukenschlag und da sagt der Dirigent, und wenn ich rausfinde, wer das war, den werde ich zur Rechenschaft ziehen. Hä? Ja? Ich verstehe nicht. Naja, wie viele Pauken gibt es denn im Orchester? Mehrere? Eine? Nee. Und selbst wenn es mehrere gibt, lässt sich eingrenzen, oder? Na, wenn du Mahlers Sechste zum Beispiel nimmst, da hast du 4, 5 Paukenschläge. Mach mir einen schönen Witz nicht kaputt. Entschuldige. Okay. Ich werde den Witz also umstellen und würde sagen, diesem Orchester, in dem es nur einen Paukist gibt. Ja, ja, genau. Das macht den Witz auch viel witziger dann. Ja. Da ist die Überraschung ganz schön. Also es geht ja dann noch weiter, weil die üben dann und sagt dann, der Dirigent, das war gar nicht schlecht, meine Damen und Herren, aber die dritte Posaune war zu laut. Und da sagt der zweite Posaunist, die dritte Posaune ist heute gar nicht da. Ja, dann sagen sie es ihm, wenn das nächste Mal kommt. Ist das jetzt besser? Ich hasse es, so Musikwissenschaftler. Morgen kommt wieder Maurerwitze. Nee, Maurerwitze geht ja auch nicht.
fällt es schon ein. Ja, muss aufpassen. Mir fällt was ein. Nichts darf man mehr Witze machen. Bäcker. Also es gibt zig Milliarden Bratscher-Witze. Ja, das stimmt. Ja. Warum gehen Bratscher nicht gerne über den Friedhof? Weiß nicht. Zu viel Kreuze. Puh. Da kommt der ist gut, oder? Der ist nicht schlecht, ja. So. Ja. Ach, wir wollten ja... Wow, ist schon wieder Orcast, oder? Ja, und schon sind die Hörer wieder eingeschlafen. Genau. Aber wir wollten doch einen von diesen Orchestern jetzt aufnehmen. Ja, genau. Die 108, den Titel haben wir schon gesagt. Es geht los mit dem Voraushör April, das haben wir auch schon gesagt. Danach kommt dann, wie gewohnt, die Rückhörabteilung. Das ist nämlich ein Rückhör dann in den Februar. Genau, und dann updaten wir den März und erzählen euch doch schon, was wir davon unter Umständen schon gehört haben. Das ist dann doch schon einiges tatsächlich. Ja. Und dann am Schluss das Gedöns, was so übrig bleibt. Genau. Und noch ein paar Reste werden wir auch garantiert auftreiben. Auf jeden Fall. Dann kannst du jetzt bitte den Gitarrenverstärker hochfahren. Ja, wir steigen ein in den Voraushör April. Und der beginnt mit einem Download, den es ab dem 1. April gibt. Am Donnerstag gibt es nämlich beim NDR etwas Großes. Und zwar John Steinbecks Jenseits von Eden. Ja, East of Eden hat der NDR umgesetzt. Und zwar in einem 16-Teiler. Mhm. 16 mal eine halbe Stunde, 40 Minuten. Ja, fast für 40 Minuten, ja. Mhm. Ich glaube so bei 35, wenn es sich ein wahrscheinlich irgendwann einen Schnitt nimmt. Ja. Ein dickes Ding natürlich. Ja. Wo soll man da ansetzen? Vielleicht kennt der ein oder andere den Film mit James Dean. Das war meine Verbindung zur Geschichte. Oder natürlich den Roman selber, Dicker Schinken. Es geht nämlich letztlich um eine Familiensaga, die fast drei Generationen umfasst. Mhm. Und das eigentlich ja zentriert schon auf eine Familie, aber es spielt dann noch quasi die Nachbarsfamilie, die sehr viel mit denen dann zu tun hat, auch noch mit rein. Also ist eine epische Geschichte, sage ich jetzt mal, von der Anlage her. Es wird ein dickes Kapitel Amerika auch abgearbeitet, nämlich vom Bürgerkrieg bis zum Ersten Weltkrieg. Und das Ganze, und das ist das, was John Steinbeck eigentlich wollte, nämlich mehr oder minder so ein Porträt seiner Heimat für die Ewigkeit festhalten, sage ich jetzt mal. Nämlich das Salinas-Tal, wo sich der Salina, das ist ein Fluss, wo sich der so, ja, schlängelt oder nicht schlängelt, weiß nicht, wie kurvig er ist. Auf jeden Fall wird das gleich tatsächlich in der ersten Folge, wird man da gleich hineingezogen in, gar nicht mal in die Geschichte, sondern hauptsächlich erstmal in diese Landschaft. Und das ist schon sehr stimmungsvoll, finde ich tatsächlich. Also die erste Folge, das fand ich schon sehr stark, wie da mit wenigen Mitteln Erzähler und Musik hauptsächlich diese Landschaft beschrieben wird und was diese Landschaft besonders macht, nämlich der Wechsel quasi zwischen Dürreperioden und feuchten Perioden und wie die Menschen quasi auch da mitgehen und darauf eingespielt sind. Und das hat John Steinbeck anscheinend auch sehr geprägt und umgetrieben. Und dem wollte er mehr oder minder so ein Denkmal setzen, so ein literarisches, und hat da eben diese Familie Trask hineingepackt. Und die Familie Trask, das geht los. Also im Zentrum ist Adam Trask, aber wir starten nicht mit ihm, sondern mit seinem Vater, der im Bürgerkrieg war und quasi nach einem Tag Bürgerkrieg ein abes Bein hatte und mit dem Holzbein nach Hause kam. Und nicht nur das, sondern auch noch mit einer Geschlechtskrankheit, die er dann auch auf seine Frau übertragen hat. Und die Frau ist dadurch, also es geht gleich schön tragisch los, wird irgendwann mal wahnsinnig und, was heißt wahnsinnig, sehr depressiv und ja, verfällt schon so ein bisschen dem Wahnsinn und bringt sich am Ende um, höchst tragisch. Und der Vater nimmt sich dann eine jüngere zweite Frau, die sehr zurückhaltend ist, sehr schüchtern ist. Und es gibt zwei Söhne in dieser Familie, nämlich den Adam und seinen Bruder, seinem jüngeren Bruder. Und Adam ist immer so, auch wenn das ihm selbst nicht bewusst ist, immer so der Liebling des Vaters. Obwohl der Vater ihm sehr vieles aufbürdet, sage ich mal. Und der Eigentliche, der seinem Vater nacheifert und seinen Vater doller liebt, sage ich jetzt mal, eigentlich der jüngere Bruder ist. Der jüngere Bruder ist hat ein sehr aufbrausendes Temperament. Und da kommt es dann zu sehr gewalttätigen Szenen, obwohl die zwei Brüder sich sehr gut leiden können eigentlich. Aber es kommt dazu
sehr drastischen Szenen, wo in einer Szene fast der Charles den Adam erschlägt. Mhm. Und da merkt man schon, okay, das hat sehr, sehr viel Biblisches drin. Und so ist es auch. Immer wieder spielt das Biblische tatsächlich mit rein. Also gerade Kain und Abel-Geschichte in vorderster Front. Aber auch generell das Thema Sünde, sage ich jetzt mal. Und Moral, das schwebt quasi über allem. Auch wo es später dann zentral um Adam geht. Adam geht nach einer ziemlichen Odyssee, in der er auch irgendwie im Krieg war und dann wieder zurückkam und als Landstreicher unterwegs war, ganz kuriose Sachen, kehrt er dann irgendwann mal in dieses Selinastal und kauft sich dort ein Stück Land, das aber eigentlich ganz merkwürdig ist, denn das lässt sich eigentlich nicht wirklich gut bewirtschaften. Wäre da nicht jemand aus der Nachbarschaft, nämlich aus der Familie Hamilton, der ihm dann mit seiner Ingenieurskunst, sage ich jetzt mal, behilfliches Brunnen zu bauen und noch andere Sachen, damit dieses Land urbar wird. Aber irgendwie klappt das nie so richtig, weil Adam nie so wirklich den Arbeitsgeist entwickelt, da wirklich was, oder auch das Glück hat teilweise, da wirklich was zu reißen. Und dieses Glück, das fehlt ihm zum Beispiel auch später, wo er mal eine richtig gute Idee eigentlich hat, nämlich er baut dann Salat an und will diesen Salat quasi ans andere Ende von Amerika transportieren über eine Kühlkette. Eigentlich eine super Idee, wo ihn viele für verrückt halten, also so eine Pioniersleistung. Ja, das Doofe ist halt, dass unterwegs diese Züge dann divers angehalten werden und das Eis schmilzt und der Salat vergammelt ist, als er dort ankommt, was ihn und seine Familie zum Gespött von ganz Salinas macht. Ja, jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen. Zwischendurch kommt nämlich etwas, was immer mehr ins Zentrum rückt, nämlich Adam lernt eine Frau kennen, zusammen mit Charles auch. Und zwar eine Frau, die eine sehr, ja, anrüchige Vergangenheit hat, sage ich mal. Und das rückt immer wieder ins Zentrum, diese moralische Frage, die sich rund um seine Frau dreht. Ja. Genau. Und wie er mit umgeht, ja. Genau, und wie er damit umgeht, weil er immer noch an seiner Frau hängt, auch zu dem Zeitpunkt, als alles quasi rauskommt. Sie bringt nämlich dann irgendwann mal Zwillinge zur Welt. Die Zwillinge stammen aber nicht von Adam, sondern von seinem Bruder, was Adam nicht weiß. Und es ist wirklich krass, also sie verlässt wirklich kurz nach der Geburt, verlässt sie die Familie, geht nach Salinas und arbeitet da im Bordell. Also es ist sehr drastisch und ja, Adam trauert ihr aber sehr lange nach. Ja, was heißt aber, ist eigentlich logisch. Und diese Geschichte um die Mutter, das schwebt auch natürlich dann im weiteren Verlauf, wo es um diese Zwillinge dann vor allem geht, wo auch wieder das Kain und Abel-Thema in den Mittelpunkt rückt, spielt natürlich auch das Moralische immer wieder eine Rolle. Und auch die moralische Frage, wer ist gut, wer ist böse? Und ja, wie gesagt, also diese biblischen Themen, die liegen halt immer wie so eine Kuppel über dieser Geschichte. Und in meiner absoluten Lieblingsfolge, die Folge 9 ist das, geht es um den Hausdiener, den Lee, das überhaupt eh meine Lieblingsfigur in dem ganzen Stück, der sich mit der Bibel auseinandersetzt. Und da geht es um ein Wort. Und dieses eine Wort ist quasi das, was den restlichen Verlauf, also vom Ende her betrachtet, den restlichen Verlauf der Geschichte auch so ein bisschen bestimmt, wo es eigentlich nur um die Übersetzung von einem Wort im Endeffekt geht, wie dieses Wort aus der Bibel, aus dem Hebräischen übersetzt wurde und ob man das anders übersetzen kann. Und das diverse Gelehrte quasi beschäftigt und also vor allem in Folge 9 eben diskutiert wird. Und das ist so toll. Also das hat so Nachgehalt bei mir und das fand ich ganz toll. Und vor allem, wie es natürlich am Ende dann dieser monströs großen Geschichte nochmal aufgegriffen wird, das ist schon toll. Ja, vor allen Dingen, weil das auch dieses Kain-Abel-Thema, also das ist mir noch nie so bewusst gewesen. Ich meine, man kennt die Story natürlich, aber dass da ja noch relativ viel drin steckt und viel Unbekanntes, also was jetzt das Kainsmal zum Beispiel angriff, ja, welche moralischen Folgen das hat, das war mir nie so klar. Das ist mir erst durch diese Story und auch tatsächlich durch diese Folge dann letztlich bewusst geworden. Es wird ja später dann nochmal aufgegriffen, aber das fand ich höchst interessant, ja. Ja, das zur Geschichte. Also Geschichte ist wirklich toll und man lauscht dem gerne. Das ist nie langweilig, ja. Auch über die 16 Folgen hinweg. Liegt aber auch an der Umsetzung. Die ist, da muss man sich drauf einstellen, man ahnt es vielleicht schon, ein bisschen erzählerlastig an vielen Stellen, also gerade am Anfang, aber das ist trotzdem so toll und verflochten mit der, und jetzt kommt's, großes Lob an die Musikabteilung mit der tollen Musik von Stephanie Nils, die also ziemlich alle Instrumente gespielt hat, bis auf ein paar.
Das ist toll. Und das Grandiose an dieser Musik ist, was man selten hat, dass man wirklich ein Thema hat, dieses Thema so gut gewählt, so gut komponiert ist, dass das tatsächlich, also gefühlt über die gesamte Spielzeit trägt und in so vielen verschiedenen Schattierungen und Nuancen funktioniert und trotzdem immer wieder diesen Ankerpunkt hat. Ganz toll. Ja. Ja, das ist, wenn man so wie beim Oscar Best-of-Kategorien hätte, ich würde sagen, die Musik hat da ganz große Chancen am Jahresende ganz weit vorne zu sein. Ja. Das fand ich wirklich auch sehr beeindruckend. Und überhaupt auch die Lieder, die mit eingeflochten sind, das passt alles total gut und bringt ja dieses Flair total gut rüber von dieser Geschichte. Ja, ja, da wird es gleich heiß. Ja, ne? Genau. Also wenn die Lieder kommen, denkst du, oh, schwüles Wetter. Ähnlich und, drückende Hitze. Wie gelungen wie bei Schlusslichter. So auch so, stimmt, dass man so sich so direkt in der Gegend vertraut fühlt, ja. Also es wird so richtig schön atmosphärisch erzählt und das passt alles, fügt sich alles so ein. Man taucht da richtig in diese Story ab und das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Also fand ich, trotz dieser langen Spielzeit wird es dadurch auch nie langweilig, sondern man freut sich wirklich auf jede Minute, das zu hören. Ich habe da auch, normalerweise mache ich bei so langen Dingern immer mal so Päuschen dazwischen und höre mal irgendwas anderes, aber hier blieb ich wirklich dran und habe das, ich kann jetzt sagen, am Stück gehört, da ist es dann doch zu lang, aber hintereinander weggehört, ja. Und weil das halt, man freut sich einfach auf die nächste Folge, das ist tatsächlich. Ja, man will wissen, wie es den Figuren denn weitergeht, ja. Die sind auch total spannend, diese Figuren. Also sie sind alle sehr besonders, aber trotzdem irgendwie alle sehr glaubwürdig. Und dadurch, dass Steinbeck ja auch diese Verbindung zu seiner eigenen Familie da mit reinbringt, wirkt das Ganze ja auch total real. Also man glaubt das auch einfach. Großes Ding. Ja. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen, auch trotz der langen Spielzeit. Das wird euch, denke ich mal, garantiert gefallen. Ja. Und Download First ist auch dabei. Also es wird ab 1. April zum Download stehen und etwas später, kommen wir dann gleich nochmal zu, taucht es dann erst im Radio auf. Also man erkennt auch die Zeichen der Zeit beim NDR. Ja. Auch schon lange. Also der NDR stellt seine Sachen sehr früh zum Download immer. Das ist jetzt nicht so hier. Ja, so genau, jetzt haben wir riesiges Brett gebohrt. Ja. Das stimmt. So. Ach, da kommt das nächste. Ja, der nächste 16-Teiler steht an. Der ist allerdings dann im April schon rum, weil er läuft schon quasi den ganzen März durch und am 1. April kommt dann die letzte Folge vom Wind verweht, die Prissy Edition. Das Hörspiel nach dem Roman Vom Winde verweht, das von Amina Eisner neu bearbeitet wurde und ja, seinen Griff in die heutige Zeit kriegt. Ich hoffe, dass ich, bis wir das Update März aufnehmen, das Ding noch zumindest reingehört habe. Das steht jetzt als nächstes bei mir an. Und ich dann auch. Werden wir hoffentlich berichten. Ich habe schon eine Meinung gehört dazu von einem mir sehr vertrauten Hörer, dem ich auch immer sehr viel Gewicht beimesse, wenn er was sagt, weil der so auf einer Wellenlänge mit uns liegt. Und von daher bin ich gespannt, wie ich es denn empfinde. Ich auch. Ja. Etwas, was wir schon gehört haben und bejubelt haben, gibt es auch am 1. April. Und zwar die Folge 9. Und zwar ist das die letzte Folge dann vom Dyatlov-Massaker. Um 19.41 Uhr auf SWR 2 gibt es das zu hören. Das ist dann der Epilog von natürlich Robert Weber. Genau, und bei 1 Live gibt es dann eine Ursendung am 1. April um 23 Uhr, ein Hörspiel von Sebastian Büttner, Katsche, Kopp und Co., ein helles Köpfchen. Ein vermutlich, wenn ich so auf die Besetzung schiele, eher eine Krimi-Komödie, also auch die Inhaltsangabe lässt darauf vermuten, denn es spielen Größen mit wie Martin Semmelrogge, Ralf Richter, Wolfgang Wendland von den Kassierern. Also das klingt doch eher nach sehr unterhaltsamen, vielleicht auch spannenden, aber ich denke mal, das Unterhaltsame steht hier deutlich im Vordergrund. Aber ich vermute mal, dass das schon ein Tipp ins Blaue sein dürfte, weil das wird bestimmt richtig gut. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das was Vernünftiges wird. Das war's für uns, ja. Ja, dann in den Handel. Und zwar ab Freitag, 2. April, gibt's einiges. Und zwar los geht's mit All Ears. Die haben wieder was ausgebuddelt. Ein Hörspiel von Unsere Welt aus 1976, Billy the Kid. Ja, oder es gibt auch eine Folge von Black Beauty, und zwar die Telefunkenreihe aus dem Jahr 1975, da erscheint die Folge 2, Der Wanderzirkus. Dann bei PIDAX gibt es auch was Neues, und zwar Das Gold von La Crosse von Waltraud Levin, ein Rundfunk der DDR-Hörspiel, das in den Jahren 84, 85 im Radio lief. Ja. Und da hat man sehr viel Rundfunk der DDR-Hörspiele mittlerweile. Ja. Also gemessen an dem, was wir bislang gehört haben, finde ich das gut, dass wir das weitermachen. Das ist eine Goldgrube tatsächlich, weil das wirklich ungewöhnliche Sachen sind, oft ungewöhnlich erzählt. Ja, habe ich bis jetzt auch sehr viel Spaß. Ich sage nur Roderick Random. Ja, genau, da werden wir ja auch noch zukommen. Genau.
Ja, dann gibt es auch eine neue Folge der Fuchsbande im Handel, die 22, das unheimliche Geräusch und die große Kleckerei. Also wieder zwei Folgen auf einer CD beziehungsweise im gleichen Album. Oh ja, da ist der 2. April dick und fett im Familienkalender. Ja, genau. Okay. Feiertag für euch. Ja. Dann die Punkies feiern ihre Folge 26 Crazy Catering. Was? Bei Europa. Ja. Mhm. Ja. Ja, wird bestimmt wieder gut, aber der Titel der Folge, aber das haben wir ja oft bei den Punkies so. Erstmal mit dem Titel mit dem Kopf schütteln, dann ist die Folge dann doch sehr, sehr, sehr hörenswert. Tatsächlich. Ja, ein neues Holmes & Watson Mystery wird auch erscheinen, die Folge 10, Zwillinge der Verdammnis bei Hermann Media, auch am 2. April. Gab es da nicht eine 3-Fragezeichen mal? Der Titel kommt mir gerade sehr bekannt vor. Naja, gut, das ist... Nee, der Finsternis. Hm. So ähnlich. Naja, das ist ja... Da gibt es ja wahrscheinlich so einen Titelgenerator, wo man so diese ganzen Hörspiele, irgendein Adjektiv und irgendein Hauptwort hinten dran. Mhm. Genau. Dann bei so den machen wir unsere Titel ja auch. Ja, genau. Ja. Na, wir würfeln. Wir würfeln das. Wir sind noch analog. Genau. Wir haben immer nur 6 zu aus. Komischerweise fällt immer Gordon Blue. Ja, stimmt. Das ist der einzige einseitige Würfel der Welt. Ja. Besprecht das bitte mit eurem Physiklehrer, wie das funktioniert. Ja. Dann in Midnight Tales gibt es auch die 39 Spiegelbilder bei Contendo. Dann wieder was aus dem Archiv bei All Ears. Raumkontrollschiff Vega 1, das Geheimnis des Planeten Trudu. Das habe ich ja bestimmt auch irgendwo rumfliegen. Ja, das alte Fontana-Produktion, die ich glaube, die hatte ich auch schon mal am Ohr. Ja, dann gehen wir wieder ins Radio. Am Freitag gibt es im BR2 um 7.05 Uhr, sehr früh. Ja, Kinderhörspiel. Ach, da ist Karfreitag, ne? Genau. Ja, okay. Ein Hörspiel, und zwar Dukes Vermächtnis, eine Pfote voll Erdnüsse, was nochmal, für eine Pfote voll Erdnüsse mehr. Ja, apropos Karfreitag, darf ich dir noch meinen Lieblings-Jesus-Witz erzählen? Immer. Habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber Gründonnerstag, Jesus kommt mit seinen Jüngern an eine Kneipe, klopft und der Wirt macht auf und sagt Jesus, Entschuldigung, wir würden gerne hier das letzte Abendmahl feiern. Hätten Sie einen Platz für 26 Personen? Da sagt der Wirt, Moment mal, es sei doch nur 13. Sagt er, ja, aber wir sitzen gerne auf einer Seite. Ah. Nicht schlecht. Ja, würde ich doch sagen. So, wo waren wir? Karfreitag. Da gibt's noch mehr. NDR Info Spezial hat auch ein Kinderhörspiel. Und zwar quasi direkt im Anschluss, 8.04 Uhr, gibt es das Ein Hund fürs Leben von Alice Matthews. Ich glaube, das haben wir euch noch nicht vorgestellt, aber das ist total toll. Ein Hörspiel über Trauer und Tod klingt erstmal sehr traurig, ist es auch tatsächlich, aber das Ding, das packt einen total. Ja, ich würde mal sagen, es ist nicht nur ein Hörspiel für Kinder, sondern auch für Kinder, weil das wirklich auch die Erwachsenen fesselt. Und ja, also mich hat das damals total mitgerissen und ich würde euch das dringend empfehlen, das zu hören. Bei NDR Info besteht auch vielleicht die Chance, dass man es downloaden kann, aber sicherheitshalber würde ich mal das Radio pünktlich einschalten bzw. programmieren, dass ihr das nicht verpasst. Oh ja, tut das. Ja. Und weiter geht's. Also Karfreitag ist ein guter Termin. Ja. Ihr könnt ja eh nicht tanzen, dann könnt ihr ja Hörspiel hören wenigstens. Das ist erlaubt. Tanzverbot. Gilt das immer? Ja, klar. Echt? Hm? Um 14 Uhr im RBB Kulturradio gibt's nochmal zu hören. Annika von Triers, tolles Hörspiel. Wer Wagenitz, der nichts gewinnt. Um Himmels Willen, das ist echt ein Titel zum Zungebrechen. Ja. Aber ein tolles Hörspiel. Tolles Stück. Genau, hatten wir schon vorgestellt und wird es auch im April nochmal geben. Am 18. April hat das auch SWR2 im Angebot. Also gibt zwei Chancen, das Ganze zu hören. Aber RBB, vermute ich mal, sie haben es nicht angekündigt, aber ich gehe da mal von aus, dass das Hörspiel auch zum Download angeboten wird, weil es eine eigene Produktion ist, die relativ neu ist. Da kann das schon ganz gut sein, dass man dann auch downloaden kann. Dann eins meiner Lieblingshörspiele aus 2019. Mhm. Gibt es auch zu hören am Freitag um 18.20 Uhr. Das großartige Das Ende von Iflingen von Wolfram Lotz. Ein krasses Stück mit Leonard Koppelmann am Regiepult. Über zwei Engel am Ende der Welt. Ja, bei WDR 5 gibt es auch ein Kinderhörspiel. Und zwar Karfreitag startet es als Dreiteiler. Am 2., 3. und 4. April gibt es jeweils um 19.04 Uhr die drei Teile von Jesus und die Mühlen von Köln von Karl-Heinz Koenig. Haben wir euch schon bejubelt und ja, Karl-Heinz Koenig braucht man, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Ganz tolles Stück, natürlich christlicher Hintergrund, das sollte man als Warnung vorwegschicken, aber wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle und originelle Story. Könnte Spuren von Religiosität genau, in sich tragen. Ja, ja, dann ein Klassiker gibt es zu hören im SRF 1 am Freitag um 20 Uhr, Herr Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch, und zwar eine DRS-Produktion aus 1971. Genau.
Schönes Stück, ist natürlich, da gibt es ja mehrere Fassungen von, die alle relativ ähnlich sind, weil die sich alle natürlich am gleichen Stück Stoff vergreifen, der ja auch, ich glaube, ist glaube ich, sogar als Hörspiel geschrieben. Von daher, also wer es noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall reinhören, weil die Story, die ist einfach, die ist total super und passt immer noch in die Zeit leider. Ja, dann ein Krimi, den ich euch auch dringend ans Herz legen möchte, und zwar am Samstag, den 3. April um 17:04 Uhr bei WDR 5. Diesmal keine Ausstrahlung in WDR 3, also nur am Samstag bei WDR zu hören, aber zum Glück zum Download. Und zwar gibt es das Hörspiel Zug um Zug von Conny Lenz. Das gab es damals auch schon in dieser berühmt-berüchtigten und von mir immer sehr empfohlenen WDR-Hörspielreihe von Goldmann Primo. Und das ist ein wirklich spannendes Stück. Es geht um einen Student und eine seiner Freundin, und zwar nur Freundin. Und die beiden haben ein gemeinsames Hobby, sie spielen Fernschach. Das wird heute wahrscheinlich kaum noch jemand was sagen, aber früher gab es das echt, dass sich Leute über Entfernungen Schach gespielt haben, indem sie sich Postkarten geschickt haben mit den Zügen, die sie machen. Dadurch dauerte halt eine Partie elend lange, aber das war tatsächlich mal irgendwas, was Thema war. Und ja, dieser Student und diese Studentin, die haben sich getroffen und sie berichtet ihm davon, dass sie einen sehr lukrativen Job bei einer Firma hat, denn beide sind jetzt fertig mit dem Studieren und beide sind auf Jobsuche und einer Zeit, wo es an Jobs nicht gerade, ja, die nicht an jeder Ecke wachsen. Und so sind so tolle Jobs doch sehr, sehr begehrt. Und ja, der Student ersinnt einen Plan und versucht, seine Kollegin da auszuboten, was ihm auch gelingt. Und er kriegt schließlich den Job. Ja, daraufhin passieren so nach und nach Merkwürdigkeiten. Und immer hat das Ganze auch irgendwie mit dem Schachspiel zu tun. Denn Sachen, die im Schachspiel passieren, wie zum Beispiel noch Rochade oder ein Springer wird geschlagen oder die Dame wird geschlagen, das alles spielt sich dann auch in irgendeiner Form in der Realität wieder. Und nach wird unser Protagonist hier mürbe gemacht. Und das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Stück, allein durch diese Parallele mit dem Schachspiel. Das ist natürlich zum Teil ein bisschen konstruiert und es funktioniert, also man darf nicht an der einen oder Stelle allzu viel drüber nachdenken, aber das ist echt spannend und echt clever erzählt und ein wirklich guter Gedanke. Das unterhält auf diese Spielzeit von der Radiostunde total gut und ein wirklich schöner Eintrag in diese Krimireihe und ein wirklich gutes Stück, was man da ausgesucht hat. Und ja, wenn ihr es noch nicht kennt, höret es gerne. Das ist wirklich sehr Ja. unterhaltsam, ja. Dann gibt es am Samstagabend um 19:04 Uhr im WDR 3 einen Eugen Egner mal wieder zu hören. Und zwar eine WDR-Produktion aus 2011. Alles kommt wieder. Ist tatsächlich ein Stück von Eugen Egner, das ich noch nicht gehört habe. Also. Ich habe es vor Jahren gehört. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Das wohl nicht. Aber damals hat es mir unheimlich gut gefallen. Das weiß ich nämlich noch. Beziehungsweise ich weiß es auch, weil es da steht. Mit einer großartigen Marin Kräumann und einem nicht weniger großartigen Otto Melies. Ganz, ganz tolles Stück und ja, Eugen Egner halt. Also, da muss man ein bisschen für geboren sein. Das wird nicht jedem gefallen, weil Eugen Egner ja schon sehr speziell ist. Aber wenn man was mit den Stücken anfangen kann, dann trifft das hier auch den Nerv und unterhält wirklich gut. Also bei mir war es knapp an der Höchstwertung. Ja, Egner. Ja, Muss man muss hören. man. Kommt man nicht dran Genau. vorbei eigentlich. Ja, dann gibt es eine Ursendung im HR2 und zwar auch am Samstag um 23 Uhr am Grabe mit Schatten Staffel 6. Von dem habe ich noch nie was gehört. Also die Staffeln 1 bis 5 sind an mir Ja. vorbeigegangen. Von Stefan Fricke und Alper Maral. Ja, es ist schon ein bisschen, ich unbedingt Autorat. mal reinhören. Die Idee finde ich jetzt gar nicht mal schlecht. Es geht um ja berühmte Grabstätten, die man besucht und ja vor Ort Aufnahmen macht. Und zwar an Ach Mensch, Gräbern berühmt. Komponistengräber, das war mal ein Hobby von mir. Was? Komponistengräber besuchen. Okay. Da habe ich tatsächlich auch ein paar Berlioz. Wo war ich denn? Berlioz? Es fällt mir keiner mehr ein. Toll. Mist, also in Paris war ich bei Ja gut, diversen also und da ist ja in Venedig auch. Paris, Père Lachaise bietet sich ja an, da liegt ja die halbe Mannschaft von damals. Die Mannschaft, genau. Ja, da war ich auch öfter, ich habe es meistens immer nur bis Morrison geschafft. Ja, Ja. stimmt. Mit Küssen übersät. Ja. Nee, Quatsch. Der ist bei, ach Quatsch, das ist bei Oscar Wilde. Ja, aber da ist doch auch alles. Aber bei Morrison stehen andere Ja, Sachen. mittlerweile auch Polizisten. Ja.
Ja. Dann Sonntag, also Ostersonntag, 4. April, 8.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur, ein Hörspiel, was nicht nur den Deutschen Kinderhörspielpreis der ARD im Jahr 2011 gewonnen hat, sondern auch von uns dringend empfohlen wird. Mina und Paul, ein Hörspiel von Thilo Reffert, das ihr dringend hören solltet, wenn ihr es noch nicht getan Ja, habt. dann geht's beim HR mit der Jane Austen-Reihe weiter. Und zwar wird der nächste Roman angepackt, und zwar am Sonntag, 4. April, 14:04 Uhr, gibt es im HR2 den ersten Teil von Überredung, die Ursendung. Ja, habe ich sogar schon gehört. Tatsächlich, ja. Ja, es ist Jane Austen. Also inhaltlich, sage ich mal, muss man auch für geboren sein, für Jane Austen. Also das ist mir dann doch zu sehr, ich will nicht sagen, es ist alles das Gleiche, also, aber es ist ähnelt schon vielfach ja, den anderen Werken. Also inhaltlich sind es oft die gleichen Themen, die da behackstückt werden. Das ist immer noch interessant und das kann man nicht leugnen. Das ist nett erzählt und wirklich, ich sag mal, für die Zeit bestimmt auch total toll und total einzigartig, weil es halt eben auch von einer Frau kommt, was damals ja wirklich eine Seltenheit war. So aus heutiger Sicht würde ich sagen, so inhaltlich ist es ja eher Kein nur, Braun-Tee. bitte, bitte? Kein Braun-Tee. Nee, genau. Aber von der Umsetzung ist es tatsächlich sehr interessant. Das ist nämlich, man hat sich da versucht, dann doch einige Kniffe einfallen zu lassen. Zum Beispiel, dass man da eine Kommentatorin reinnimmt, die versucht, das Ganze einzuordnen. Das ist am Anfang relativ viel, was ich dann auch gut fand. Es verliert sich dann ein bisschen. Es wird dann so im Laufe der Spielzeit immer weniger, was ein bisschen schade ist, weil das halt wirklich so der originellste Kniff dabei ist und das Ganze dann doch ziemlich, ja, ich will nicht sagen vom Staub befreit, aber doch so ein bisschen interessanter macht, wie es der, ja, diese einfache Story letztlich dann doch ist. Es geht ja halt immer um die Tochter aus gutem Hause, die dann halt, ja, ihre ersten Erfahrungen in der Liebe macht, die dann selten so reibungslos sind, aber dann jetzt letztlich, ja, wie gesagt, ist es halt Austen. Also ähnlich wie die Mansfield und ja, Sachen sind. Aber man wollte ja alle Romane vertonen und da gehört auch das. Sind ja nicht so viel. Nee, es ist überschaubar. Ich habe auch gedacht, das wäre mehr, aber das ist wirklich nur eine gute Handvoll, glaube ich. Also man ist schon fast durch, glaube ich. Es kommt jetzt noch dieses Fragment, fehlt noch. Dann hat man es, glaube ich, auch schon. Ja, also wenn ihr Austen mögt, und allein aus Interesse halber sollte man es vielleicht schon hören. Also wie gesagt, inhaltlich fand ich es jetzt ja überschaubar, aber die Inszenierung, die fand ich wirklich originell. Ja, dann gibt es noch eine Ursendung, und zwar im SWR 2 am Sonntagnachmittag 14:05 Uhr, und zwar Der König von Narnia, Teil 1 von 2, die Prophezeiung. Ja, also auch Ist das quasi der zweite ist dann Band? wahrscheinlich der zweite Band, ja. Aha. Übersetzt von Wolfgang Holbein. Das ist interessant. Ja, dann noch ein weiterer Klassiker der Kinderliteratur oder Literatur für Kinder, vielleicht besser gesagt. Alice im Wunderland nach Lewis Carroll. Die SWR-BR-Produktion aus dem Jahr 1958. Also hat schon einiges auf dem Buckel. Ich glaube, wir haben euch das noch nie vorgestellt. Nee, tatsächlich nicht. Echt? Also die Version zumindest nicht. Weil das erschien Bin ja aber auch nicht zum durcheinander. ersten Mal kurz bevor wir an den Start gingen. Wahrscheinlich hatten wir es deswegen nicht auf dem Schirm. Genau, es ist 2010 beim DAV erschien nochmal 2016, weil das sowas gerne ja auch mal öfter aufgelegt wird und weil es sich auch lohnt, das zu hören und auf CD zu pressen, weil es halt auch wirklich eine tolle Story ist und sehr, sehr gut besetzt ist, mit ganz vielen tollen Stimmen und sehr, sehr gut inszeniert ist. Also das klingt jetzt nicht unbedingt nach 58, wenn man es hört. Ja, ich würde es euch auf jeden Fall mal ans Herz legen. Es läuft am Ostersonntag 17:04 Uhr bei WDR 5. Nochmal Ostersonntag. Im SWR 2 gibt es noch eine Ursendung. Und zwar um 18:20 Uhr gibt es den ersten Teil von Sechs Koffer, ein Zweiteiler nach Maxim Biller, eine SWR-Produktion am Regiepult Walter Adler. Und das klingt doch sehr Ja. spannend und sehr Maxim interessant. Biller bin ich auch, der hat immer das literarische Quartett gerettet. Den fand ich immer sehr, sehr, sehr gut bis zu seinem Ausstieg. Von daher, ja, da freue ich mich sehr drauf. Das wird bestimmt mein Ohr erreichen. Ja, dann eine Ursendung bei Ö1, also vermute ich zumindest eine Erstausstrahlung im Radio bei Ö1. Radio Anja, ein Hörspiel von Annette Schmucki, Reto Friedmann und Blablabor. Toll, Blablabor. Ja, dann zum Dienstag 23:03 Uhr im SWR 2 gibt es das Hörspiel Rückkehr der Krähe von Ulf Stolterfoht und Thomas Weber. Genau, auch eine Ursendung.
Dann geht es am Mittwoch, den 7. April, auch los bei NDR Kultur mit Jenseits von Eden im Radio. Man sendet dann mittwochs immer zwei Teile. Los geht's entsprechend mit den ersten beiden am 7. April um 20 Uhr bei NDR Kultur. Dann am Donnerstag, 8. April, 22.03 Uhr im Deutschlandfunk Kultur gibt es eine Ursendung, und zwar heißt sie Gespenster von Markus und Markus Theaterkollektiv. Ja, dann springen wir in den Handel. Am 9. April gibt es unter anderem eine neue Folge von Bibi Blocksberg erzählt, das ist auch schon die Folge 12 davon, Hexenbesengeschichten bei Kiddings. Dann geht's bei den drei Senioren auch weiter, auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen. In Teil 4 heißt es Diagnose mörderisch bei Contendo. Ja, die Denkmaschine, ich weiß gar nicht, ob wir die schon erwähnt haben, ich glaube schon, zumindest anders. Ja, achso, ach, im Rückblick, glaube ich, oder? Kann sein, ja. Also die Denkmaschine, Folge 3, das verlassene Haus, wird bei der Winterzeit erscheinen. Ein Van Dusen nach den Originalen von Jacques Futrelle. Dann jetzt anscheinend im Wochenrhythmus, Holmes und Watson Mysteries, die Folge 11, der Todesmarsch bei Hermann Media. Ja, ist aber der einzige. Also es kommt, dann habt ihr es für den Monat. Ja, auch bei All Ears gibt es was Neues, Altes, und zwar eine Fassproduktion aus dem Jahr 1968, Lederstrumpf, der Wildtöter. Ja, dann in Sherlock Holmes neue Fälle, die 48, der Keim des Bösen bei der Romantruhe. Und eine neue TKKG, die 218, Schutzgeld für Dämonen. Die TKKG Goes Sinking. Mhm. Und eine TKKG Junior, die Folge 16 heißt Trügerischer Paddelspaß. Ja. Damit habt ihr den Handelsblock überstanden. Jetzt zurück zum Radio. Am 9. April, 19 Uhr, beim RBB Kulturradio gibt es eine Ursendung. Adolf Eichmann, ein Hörprozess von Noam Brosilowski. Dann ein absoluter Knaller. Läuft am Freitag, den 9. April, 20 Uhr im SRF 1. Aus der großartigen Reihe Hollywood on Air von Regine Ahrem, der Mieter nach Marie Belloc-Lande. Ja, eine Hammergeschichte, wahnsinnig gut besetzt nach Alfred Hitchcocks Stummfilm The Lodger. Ein grandioses Stück, soundmäßig umwerfend und storymäßig, hammermäßig, und von der Besetzung, ja, die setzt dem Ganzen, vor allem Regina Lemmens, die Krone auf. Das muss man gehört haben. Bockstarkes Stück. Also wirklich spannend. Also wenn man mal wirklich ein spannendes Hörspiel hören will, das ist es auf jeden Fall. Das ist so gut und so packend. Unglaublich. Ja, dann springen wir zum Samstag, den 10. April, 14.04 Uhr bei HR2. Dort gibt es jede Woche die Archivschätze zu hören, und so einmal im Monat gibt es dann auch eine Folge, die sich mit dem Hörspiel beschäftigt. Unter anderem hat man an diesem Termin zwei Hörspiele, und zwar Hallo, hier Welle Erdball und das Hörspiel vom Hörspiel im Blick. Und zwar geht es um den Rundfunkpionier Friedrich W. Bischoff. Silke Hildebrandt und Leonard Koppelmann stellen euch diesen Pionier des Rundfunks vor, anhand auch von Ausschnitten dieser beiden Hörspiele. Die stammen aus den Jahren 28 und 31 des letzten Jahrhunderts. Das ist bestimmt ein sehr spannendes Feature, beziehungsweise ein Feature kann man nicht sagen, es ist ja wahrscheinlich so im Studio entstanden, es ist doch wahrscheinlich ein Feature. Naja, ihr wisst schon, irgendwie kriegt ihr das schon hin. Es klingt jedenfalls sehr spannend, und ich freue mich drauf, ich werde mir das anhören. Ja, dann am Samstag 15.05 Uhr im BR2 gibt es eine Ursendung, und zwar das Hörspiel von Dana Sufrin, Otto, eine BR-Produktion. Ja, am 10. April 19.04 Uhr bei WDR3. Gibt es ein Hörspiel von Ines Björk-David zum ersten Mal zu hören, wie im Märchen, Liebesgeschichte mit Prinzessin. Das Ganze könnt ihr dann nochmal hören am 11. April, also einen Tag später, 17.04 Uhr bei WDR5. Apropos 11. April, um 15.05 Uhr im BR2 gibt es den Auftakt, also den ersten Teil der Foresight-Saga, der wilde Freibeuter, nach John Galsworthy. Die BR-Produktion aus 2002 mit Leonard Koppelmann am Regie. Genau, und das Ganze könnt ihr dann jeden Sonntag hören. Das geht dann bis 23. Mai, 9 Folgen, und die Wiederholung gibt es dann auch nochmal, und zwar immer montags dann um 20.05 Uhr ebenfalls bei Bayern 2. Dann eine Ursendung am 11. April, 17.04 Uhr bei SR2, Feuersturm von David Paquet. Eine Produktion, und zwar ist das die Studioproduktion des Live-Hörspiels vom letzten Jahr. Es gibt ja immer so Ende des Jahres ein Live-Hörspiel vor Publikum, was dann im kommenden Jahr dann nochmal als Studioversion umgesetzt wird. Im letzten Jahr war das Live-Hörspiel ja dann ohne Publikum aus bekannten Gründen. Und trotzdem gibt es jetzt eine Studioproduktion davon nochmal. Regie und auch die Besetzung ist die gleiche. Anuschka Drucker saß an den Reglern. Und zu hören sind unter anderem Tila Kratochwil, Evi Rapsilber und Nele Rositz.
wie gesagt, die erste Möglichkeit, diese Studioversion zu hören, ist am 11. April 17.04 Uhr bei SR2. Es wird aber nochmal bei Deutschlandfunk Kultur wiederholt, die das auch mitproduziert haben, und zwar am 14. April um 22.03 Uhr. Dann am Sonntag, den 11. April, 18 Uhr, sendet Bremen 2 das Hörspiel des Jahres 2020. Mhm. Türkenfeuer von Özlem Özgül Düna. Eine WDR-Produktion war Hörspiel des Monats April und ist zum Hörspiel des Jahres gewählt worden. Genau. Dann gibt es eine Ursendung am 12. April 19.04 Uhr bei WDR 3. 6 Wochen im Frühling, semi-dokumentarische Corona-Chronik von Christoph Boy, Hildegard Kriewert und Georg Wieghaus, das ich auch schon hören durfte. Es geht ja um Fragen, die bei Corona auftauchten und die per Mail übermittelt wurden, die ich tatsächlich total interessant fand, weil das halt wirklich Ideen sind. Also man hat das Ganze als Hörspiel umgesetzt, man hat professionelle Sprecher geholt, die diese Fragen, die an Journalisten gestellt wurden beim WDR und die um die Frage, wie gehe ich mit Corona um, doch sehr interessant sind, weil sie so Einzelfälle beleuchtet, über die man sich unter Umständen gar keine Gedanken gemacht hat, weil so die allgemeinen Fragen, die täglich in der Presse gerollt werden, das ist ja klar, aber hier kam zum Beispiel, also eine ist mir noch immer so präsent, als ein Einarmiger fragt, wie er sich dann regelmäßig die Hände waschen sollte, wie das dann funktioniert und es dann auch kreative Ideen gibt, die allerdings ein bisschen unpraktikabel sind, aber das sind so Dinge, die dann halt auftauchen und die in dieser Pandemie mal von sehr ernst bis zum Teil, lustig will ich nicht sagen, aber so ungewöhnlich, also komisch im Sinne von ungewöhnlich sind. Und das ist jetzt weniger direkt ein Hörspiel, sondern mehr so eine Darstellung, eine künstlerische Bearbeitung dieser tatsächlich beim WDR eingetroffenen Fragen. Fand ich tatsächlich in dieser Situation sehr unterhaltsam und ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen pädagogisch, aber so, es hat zumindest so den Moment, dass es einen zum Nachdenken anregt und so mal so ein bisschen über den Tellerrand, wie man sich mit dieser Pandemie beschäftigt, doch hinausgeht. Und das, ja, würde ich dann doch mal sagen, könnt ihr euch gerne mal gönnen. Vielleicht weniger als Hörspiel, sondern mehr als Anregung mit ziemlich originellen Dingen, die da drin enthalten sind. Ja, ein guter alter Bekannter gibt es mal wieder zu hören am Montag, 12. April, 22.03 Uhr im Deutschlandfunk Kultur, und zwar den Kreuzeder und Der Tote im Wald von Jörg Graser. Kreuzeder war ja ein ziemliches Auf und Ab. Dann in letzter Zeit, aber Der Tote im Wald war großartig damals. Deutschlandradio Kulturproduktion aus 2012. Tolles Ding anhören. Genau. Dann am 14. April 20.05 Uhr bei Bayern 2 startet der neue Radio-Tatort. Diesmal kommt er von NDR aus der Feder von Sabine Stein und heißt Fischers Fritze. Und natürlich gibt es den dann auch schon zum Download und natürlich wird der auf allen Wort- und Kulturwellen wiederholt. Dazu mehr dann auf unserer Landingpage, aber das haben wir am Schluss noch was zu. Ja, am Donnerstag, 15. April, 19.04 Uhr im WDR 3 gibt es eine Ursendung, und zwar Juicer von Christine Höller, eine WDR-Produktion. Ja, dann ab 15. April gibt es bei 1 Live ein vierteiliges Hörspiel, was in 2 Teilen ausgestrahlt wird. Einmal, also wie gesagt, am 15. und die Teile 3 und 4 dann am 22. eine Woche später, auch 23 Uhr. Und zwar geht es um Des Teufels langer Atem. Dieses 4-Episodenstück von Robert Weber, was wir euch schon sehr ans Herz gelegt haben, war, glaube ich, das vorletzte, oder? Der Freud war noch. Ach, der Freud kam noch, genau, ja, stimmt, genau, der kam dazwischen, genau. Dann das vorvorletzte. Ja, starkes Stück, hört euch das dringend an, aber es gibt es natürlich auch zum Download. Und es ist sogar Hörspiel des Monats geworden. Stimmt, ja, genau. Sehr, sehr ungewöhnlich. Hätte ich gar nicht mitgerechnet. Fein. Ja. Dann gibt es eine neue Folge, jetzt wieder in den Handel, von Danger aus dem Hause Maritim. Die Folge 21 heißt Das Tonband. Ja. Sehr hörspielerisch. Und der kleine Huibu erlebt auch 2 neue Abenteuer in der Folge 21. Das verschwundene Storchennest und die Grusel-AG natürlich bei Europa. All Ears greift ins Archiv und bringt den Lederstrumpf, zieht den Lederstrumpf hervor. Der letzte Mohikaner, die Fassproduktion aus 1968. Ja, dann ein Hörspiel beim Kantenmann Verlag, der mir so noch nichts sagt. Und zwar gibt es dort einen Original-Hüttenkrimi, der Fall Krummhaxen. Dann gibt es einen neuen alten Van Dusen bei Maritim. Und zwar der nächste ist Professor Van Dusen
Und der schreckliche Schneemensch. Ja. Eine hammergeile Folge von Michael Koser. Und eine Folge, die man nicht zum Einschlafen hören sollte, weil da dieses Gebrülle kommt. Herrlich. Oh, die ist schön. Die werde ich mir nochmal gönnen. Ja, genau. Läuft ja am 16. April. Also wie gesagt, kannst du da auch nochmal live im Radio mitverfolgen. Auf dem berühmten Mitternachtskrimi-Sendeplatz. Guck mal. Nee, gar nicht. Jetzt kommt die, ach, quadratischer Mist. Ah, ich werde alt. Ist nicht schlimm. Ja. Man sollte das vielleicht rausschneiden. Aber bestimmt wird es wieder nicht rausgeschnitten. Ich stehe wieder wie der letzte Depp. Aber so ist es ja, Gott. Oh, jetzt muss ich es ja drin lassen. Ja, eben. Ach, es ist natürlich im Handel, bei Maritim kommt es raus. Ich weiß, warum ich es vergessen habe. Dass die nächste ist. Weil wir nämlich auch Fandusen-mäßig was vergessen haben. Die Fandusen-Reihe. Ja, genau, die kommt. Wir hatten ja im Vorausblick Januar erwähnt oder uns schon drauf gefreut, dass Fandusen wieder im Radio kommt. Es stimmt nur so halb. Also Deutschlandfunk Kultur hatte die ersten beiden Folgen gesendet und hatte dann monatlich einen Fandusen zum Download gestellt, ohne dass wir es mitgekriegt haben. Okay. Das ist mir erst in diesem Monat aufgefallen. Und der kommt jetzt jeden Monat zur Mitte des Monats. Wie gesagt, die Folge 5 müsste dann im April kommen. Ich glaube, es kommt am 12. April oder am 19. Wir werden es auf jeden Fall erwähnen auf der Landingpage beziehungsweise im Hörspielheft, was ich euch hier schon mal mit ans Herz lege. Ich werde später nochmal drauf zurückkommen. Da wird es da drin stehen. Also es gibt jeden Monat, immer zur Mitte des Monats, an einem Montag wird das Ganze online gestellt. Da gibt es dann jetzt im April die 5. Folge, damit ich das auch mal erwähnt habe. Und deswegen war ich jetzt, sage ich jetzt mal, deswegen war ich jetzt etwas. Ja, und dann der nächste Knaller, der ins Haus steht. Und das ist wirklich ein Brett mal wieder. Samstag, 17. April, 15.05 Uhr, nachmittags irgendwie komisch, im BR2 ein Hammer-Hörspiel, wirklich. Wir nach Jewgeni Samjatin, die SWR-Produktion, die mir damals die Ohren weggeblasen hat, 2014, mit einer wahnsinnigen Musik von Raphael Töne. Da ist wirklich so lustig. Mhm. Aber hat ein H zumindest dabei. Genau. Anstatt ein B. Oh. Ein dystopischer... Der war gut, leider. Gell? Mhm. Leider geil. Ein dystopischer Roman, wie man ihn eigentlich von Orwell und Brave New World irgendwie kennt. Mhm. Haben wir euch ja auch schon vorgestellt, ne? Aber das Ganze, also das ist, die Geschichte selber ist großartig, aber wie das umgesetzt wurde mit einem Bombast und mit einer Musik, die einem wirklich die Schuhe auszieht. Mhm. Also... ganz, ganz großes Ding. Das hat mich so überrascht damals, das weiß ich noch. Da war ich geplättet danach und mit offenem Mund saß ich da vom Player, ja. Weiß ich noch. Könnte es auch auf CD erwerben. Damals beim DRV erschienen. Genau. Mhm. Ja, wirklich großartiges Stück. Unbedingt hören. Ja, am 17. April um 20.05 Uhr beim Deutschlandfunk gibt es auch was, und zwar was Neues, eine Ursendung. Genauso bloß anders von Antje Meixner. Eine Neuproduktion des DLF. Dann noch ein großartiges Stück, und zwar eins aus dem vergangenen Jahr, eins der besten. Oh ja. Mit dem merkwürdigsten Titel aller Zeiten wahrscheinlich. Gibt es zu hören, 18. April, Sonntag, 18.30 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Der sich langsam, wirklich etwas langsam entwickelnde Kongress der Thanatologen. Ja. Ja, ist wirklich so. Ja, haben wir euch schon bejubelt, aber ja, auch im Jahresrückblick nochmal lobend erwähnt. Und es sei auch hier nochmal betrommelt und euch ans Ohr geraten, das unbedingt zu hören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, dann ebenfalls eine Empfehlung. 18. April bei HR2 um 22 Uhr gibt es das Hörspiel des Monats August und ein wirklich großartiges Stück von Gabi Schaffner. Otto Möthö ist dann nämlich nochmal zu hören über Marty Mauri. Genau, den berühmten. Kennt ihr den? Ja, den kennt doch jeder, oder? Spätestens nach diesem Otto Möthö. Genau, wirklich. Das ist so lustig und so gut. Mhm. Ja, eine Documentary at its best. Ja. Ja. Ja, und dann wird Mülheimers Experiment, das hatten wir ja erst, von Bodo Traber nochmal gespielt. Und zwar am Dienstag, 20. April, 20.10 Uhr im Deutschlandfunk gibt es das Ganze nochmal zu hören. Ja, am 21. April, 20.05 Uhr bei Bayern 2 gibt es wieder ein Maigret, und zwar Maigret und die Bohnenstange. Ach so, ist ja von Simenon. Genau, Simenon, Vorsicht, nur Jubelndes. Und ja, die komplette sechsteilige Maigret-Reihe, also diese sechs Stücke, die damals der BR 1961 produziert hat, die gibt es jetzt auch schon zum Download beim BR. Also mit der Folge 1 hat man alle sechs Teile
in der ARD-Audiothek und in der BR-Mediathek zur Verfügung gestellt. Also wenn ihr nicht bis zum 21. April warten müsst, könnt ihr euch dort diese 6 Stücke auch schon mal anhören. Dann ein wundervolles Stück, Donnerstag, 22. April, 22.05 Uhr im SWR 2, mal wieder zu hören. Die Rauschunterdrückung, ein Aufnahmezustand, der offizielle, inoffizielle Nachfolger von Bier auf dem Teppich. Mhm. Von Ulrich Bassange, Grüße. Ja. Tolle Produktion des WDR mit dem SRF zusammen. Ja, wie ihr seht, nicke ich bekräftigend, wie sich das gehört. Ja, wirklich ein tolles Stück und unbedingt anhören. So, wir springen in den Handel. Da gibt es nämlich auch allerhand am Freitag, den 23. April. Es geht los mit Benjamin Blümchen, der 148. Benjamin Blümchen als Rettungselefant. Dann wird's weihnachtlich. Der Tannenbaum von Hans-Christian Andersen. Mhm. Bei All Ears, die Paradiso-Produktion aus 1974. Ja. Dann gibt es beim DAV eine Hörspielbox mit Hörspielen von Stanislaw Lem. Das ist bestimmt für den einen oder anderen Science-Fiction-Fan interessant und eigentlich sowieso super, dass man das rausbringt. Also die Radiohörspiele nach Stanislaw Lem erstmals in einer Box und bestimmt ein Ohr wert. Solaris. Mhm. Dann gibt es einen neuen Inselkrimi. In Folge 16 heißt Todesstunt auf Usedom. Schöner Titel, mhm. Bei Contendo. Ja, und eine neue Folge von Irene Adler gibt es bei Maritim, auch am 23. April. Tunguska heißt das Ganze. Oh, da wird es verschwörerisch. Echt? Tunguska ist doch mit dem Meteorenabsturz, oder? Wenn ich jetzt gesagt hätte, das ist ein hochprozentiger Schnaps aus der Mongolei, hätte ich gesagt, ja, bestimmt. Ich habe nie gehört. Das ist ein traurig und altwissen. Das hat Björn irgendwann mal ausgegraben. Okay. Dass Dr. Alt irgendwie da mit seinen Fingern mit dem Spiel hatte. Da geht es irgendwie um einen, ich glaube, Meteoritenabsturz. Okay, das ist wieder Komet. Kleiner Ausgeschmack auf die nächste anstehende Folge von Orcast Wissen, dem neuen Podcast mit Martin und Olaf. Gefährliches Halbwissen, meinst du? Genau, gefährliches Halbwissen. Das habe ich irgendwann mal gehört. Da stand auch was im Internet zu. Mein Neffe hat mir erzählt. Ja, der Schwager eines Freundes war, glaube ich, dabei. Ja, das wäre eigentlich noch eine Idee. Mhm. Mhm. Und dann Faktencheck, wir lesen aus Wikipedia vor. Genau. Genau. Bei Russia Today haben sie es auch gesagt. Ah, ja. Oh Mann. Die Russen fühlen sich ja sehr gedisst, habe ich jetzt im Deutschlandfunk irgendwie neulich gehört, dass Russia Today irgendwie, dass sie keine Lizenz bekommen irgendwie. Ja, weil sie kein Bankkonto kriegen. Ja, genau das und dass sie nicht irgendwie als normaler Sender quasi agieren dürfen. Irgendwie so. Das ist auch komisch, oder? Mhm. Ja, also wirklich. Also, bitte. Dann, auch wenn ich sehr ein großer Fan wäre, dass Sputnik endlich kommt. Ja, finde ich auch cool. Mhm. Aber wo hängt es eigentlich dran? Ja, wahrscheinlich wie an allem, oder? Ganz ehrlich, das kann mir keiner erklären, oder? Also, wie viele Leute da was jetzt verbockt haben? Also, Also beim Impfen, das ist... Ich bin ja noch weit mitgegangen. Mhm. So gedacht habe, ja, Regierung, die macht das schon. Aber also spätestens jetzt mit dem Impfen, also tut mir leid. Ist alles ein bisschen... Verstehe ich nicht. Und das finde ich auch so geil, dass die Maskenaffäre jetzt... dass die Maskenaffäre dann jetzt auch noch mit reinkommt. Ganz ehrlich, da liegt dann doch für mich die Vermutung nahe, dass da dann doch einiges vielleicht irgendwie, was weiß ich wo, in welche Tasche gegangen ist. Auch was das Impfen anbelangt. Genau. Ach, das ist ein kleiner Trailer auf unseren kommenden Podcast Orcast 23. Orcast Mystery. Orcast Mystery, genau. Demnächst bei Spotify. Wir nehmen einfach weiter auf. Genau, keine Pause mehr. Wir verteilen das dann auf diese einzelnen. Das bei jedem Streaming-Anbieter gibt es dann exklusiv einen Orcast Kids bei Fio. Und Stream heißt dann wirklich, wir labern einfach immer weiter und ihr könnt euch irgendwann mal dazuschalten. Genau. Wir haben dann auch so Rubriken. Machen da nichts mehr. Ah, ganz wichtige Rubriken, ja. Trailer. Ja, das wird schon, genau. Ich sehe da Erziehungsratgeber auch geworden. Erziehungsratgeber ist auch so. Und so ein Yoga-Podcast. Ja, unbedingt, ja. Rückenschule. Oh Mann. Und wir zwei machen noch einen Autotuning-Podcast. Ich glaube, da sind wir wirklich, glaube ich, ganz weit vorne. Ich glaube, da haben wir richtig Ahnung von. Total. Hm? Ich weiß, wo der Kofferraumdeckel, wollte ich gerade sagen, das andere vorne, wo das aufgeht, das weiß ich. Ja, wo das ganze Zeug da drin ist, was immer so, wo so Kabel so laut und so. Ist, ja. Ja, genau. Ja, wie auch immer das. Das fand ich auch immer so geil. Wir müssen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Meinem ersten Auto, das sehr lange gehalten hat, Golf 2, das hat die Schulzeit überstanden und einen Großteil meiner Studienzeit in Eichstätt. Und ich bin dann immer nach Eichstätt gefahren. Und die war lang, die Studienzeit.
Nö, Regel zu Studienzeit in Eichstätt, da war ich relativ fix tatsächlich. Auf jeden Fall bin ich da immer nach Eichstätt gefahren, das ist nicht weit, das war irgendwie so eine Stunde oder so. Und mein Auto hatte die Winterkrankheit, haben wir das irgendwann mal genannt. Mein Bruder ist Kfz-Elektrikermeister, also der hat so ein bisschen Ahnung. Der hat nie rausgefunden, was das war. Das hat irgendwann mal die Winterkrankheit genannt. Und zwar ist das Auto irgendwann mal ausgegangen. Und ich musste dann, weil das das Einzige war, was funktioniert hat, Motorhaube aufmachen, 2 Minuten warten, Motorhaube zumachen, reinsetzen und weiterfahren. Es hat immer funktioniert, aber wirklich immer so nach, ich glaube, so 45 Minuten war es, ist das Auto ausgegangen. Nur im Winter. Nur im Dann Winter. passt zu kalt. Obwohl es wird einem ja auch nicht wärmer, wenn Wahrscheinlich. man da rumsteht mit offener Motorhaube. Richtig. Sehr mysteriös. Ist ein Fall für Galileo Mystery. Orcas Orcas Mystery. Mysteries, ja. Demnächst bei So, Spotify. apropos, mysteriös wird es bestimmt auch bei der R&B Company, bei der Larry Brand 39, die ist verschoben worden. Der Titel ist trotzdem immer noch sehr geil. Der Horror Butler heißt es immer noch. Genau. Ganz. Ja, ich freue mich auch schon. Übrigens gibt es auch, All Ears steckt den Lederstrumpf erst gar nicht weg, sondern da kommt jetzt schon der dritte. Und zwar Der Pfadfinder ist jetzt also das dritte Hörspiel nach dem Lederstrumpf-Roman von J.F. Cooper. Und auch die wird am 23. April im Handel sein. Dann bei der Winterzeit geht es mit dem Macabros Classics weiter. In Folge 17. Ja, danke. Dwillup statt der Monster? Wahrscheinlich. Twilap. Dwylup. Hülu, man weiß es nicht. Es könnte auch von Lovecraft sein. Ja, stimmt. Ist bestimmt auch. Bestimmt da gut geklaut. Nein, das ist Jason Dark, oder? Nee, wie hieß der andere? Grasmück? Dann Dan Oder ist Schocker. das Jason Dark? Dan Schocker, genau. No. Der ist es. Genau. Der sich den Künstlernamen Jochen, wie heißt er, Jochen Grasmück? Ja, genau. Der ist eigentlich der viel gruseligere Name, oder? Das ist auch geil. Hast du so nachgedacht, was mache ich denn jetzt? Ach komm, ich schreibe Horror. Genau. Von Peter Ja. Gänseblümchen. Ja. Ja, bei Peggy, einem Label aus den 70ern, gibt es das Hörspiel Peggy, das fröhliche Känguru. Da hat man sich mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt mit Originalität. Und das erlebt in der Folge 1, also ist auch noch eine Serie dazu, Abenteuer auf dem Weg nach Australien. Was heißt denn auf dem Weg? Kängurus sind doch in Australien, oder? Oder hoppelt das? Ja, stimmt eigentlich. Ist das erste Oder Känguru? vielleicht ist er auch so im Zoo geboren. Ah, vielleicht. Mehr dazu im Orcas Mystery. Nee, Orcas Tiere. Ach, genau. Dann nochmal All Ears. Eine Maritimproduktion, eine Märchenproduktion, Rotkäppchen, Aschenputtel und Frau Holle in einem Topf, wie Genau. praktisch. Von den Gebrüdern Ja, Grimm. die Frauenbox bei Die Maritim. Frauen. Feminismus, ne? Genau. Dann ein Sprung zu Europa. Da gibt es eine neue Folge Schlau wie Vier, die 22. Koalas, Kängurus und Krokodile. Versteckspiel in Australien. Das ist Australia Day, oder? Ja, so Der ist ähnlich, im ja. Immanuel immer. Dann Deckel drauf und ab wieder ins Radio. Im WDR 5 gibt es am Samstag, den 24. April, 19:04 Uhr, eine Ursendung. Und zwar Familie von Stiebitz, ein hundsgemeiner Polizist. Ja, beim WDR am Sonntag, den 25. April um 17:04 Uhr, gibt es nochmal das Hörspiel des Monats Januar 1999, beziehungsweise das Hörspiel des Jahres 1999 zu hören. Gespräche mit Lebenden und Toten, das wir euch auch schon sehr ans Herz gelegt haben. Bockstarkes Ding, sehr bewegend und ja, es geht im weitesten Sinne um Tschernobyl und den Umgang mit der Katastrophe. Wir haben es euch auch schon mal im Orcast vorgestellt. Also hören, hören, hören. Und wenn ihr nicht da genug von bekommt, das Ganze ist auch beim Hörverlag auf CD erschienen. Ja, das ist toll. Dann am Sonntag, 25. April, 18 Uhr in Bremen 2, eine Ursendung und zwar 28 Tage lang. Der erste Teil von Dreien nach David Safir, wie auch immer, RB-Produktion. Ja, dann ein Hörspiel, was wir euch auch schon vorgestellt haben, gibt es bei WDR 3 am Sonntag, den 25. April, und zwar um 19:04 Uhr, Macht alle gegen von Oliver Broth und Claudia Lohmann. Dann etwas sehr Merkwürdiges. Im HR2 am Sonntagabend, 22 Uhr, gibt es ein Hörspiel nach Mark Twain und zwar eins, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, von 1953, eine HR-Produktion und es heißt Der große Rindfleischvertrag. So ein Interessant. Titel, wo man jetzt nicht direkt denkt, auch da muss ich reinhören, aber Mark Twain ist erst schon mal sehr, sehr Der super, kann was. toller Typ. Und das Ganze in der Bearbeitung und der Regie von Wolf Schmidt, dem Baba Hesselbach. Und Okay. wenn man mal in die Sprecherriege guckt, da taucht ein Name, sticht einem direkt ins Auge, Hans-Joachim Kulenkampff spielt damit. Ah. Das klingt sehr, sehr gut und ich glaube, das muss ich hören. Ja, Ja. auf jeden Fall. Ja, dann Sonntags, nee, Montag, 26. April, 19:04 Uhr, WDR 3,
gibt es eine Ursendung eines vierteiligen Hörspiels von Olga Krasnjova mit dem Titel Gott ist nicht schüchtern. Das stimmt. Ja, wenn man sich so umguckt, man denkt man manchmal auch, Gott ist nicht nüchtern, aber dazu mehr im Orcast-Podcast Glauben und Religion demnächst bei Amazon Prime. Was mache ich nun? Bitte? Glauben und Religion, was mache ich nun? Genau. Kein Schwein kann rein. Oh Mann. Ah, dann wiederholt Deutschlandfunk Kultur einen der großartigen NDR-Seminars und zwar einen der besten unter den vielen guten. Am Montag, 26. April, 22.03 Uhr gibt es das blaue Zimmer nochmal zu hören. Ja. Und das solltet ihr anhören. Ja. Das war großartig. Seminar ist ja schon immer groß. Wir haben ja immer gelobt. Schon seit Jahren und ja, hört unbedingt da, also das ist wirklich bockstark. Ja, am Dienstag, 27. April gibt es ein neues Hörspielmagazin beim Deutschlandfunk. Um 20.10 Uhr ist es soweit. Da gibt es das Hörspielmagazin für den Monat Mai erstmals zu hören. Dann nochmal Seminar. Im BR2 am Mittwoch, 28. April, 20.05 Uhr gibt es Georges Seminars Maigret und sein Revolver. Die BR-Produktion aus 1961, Heinz Günther Stamm. Ja. Dann geht's in den Handel und zwar soll am Donnerstag, den 29. April, soll ein Hörspiel erscheinen, die mir jetzt bestimmt schon fünfmal erwähnt haben, weil sie immer wieder verschoben wurden. Und aber jetzt ganz bestimmt kommen sie im April. Garantiert. Und zwar die kleine Hummelbummel, Hummelbommel und die Liebe und die kleine Hummelbommel und die Zeit. Und bestimmt noch eine dritte Folge. Nee, gar nicht. Nee, die zwei reichen auch. Aber die dritte von die Schule der magischen Tiere ermittelt. Ach, die kommen auch. Der Kokosnussklau. Alles bei Hörbuch Hamburg. Silberfisch. Stimmt. Ja, dann nochmal zurück zum Radio. Es gibt eine Ursendung bei SWR 2 am Donnerstag, den 29. April um 22.03 Uhr. Das Hörspiel Mütter und Söhne von Manuela Reichardt und Simon Strauß. Ja, dann müsst ihr stark sein am Freitag. Packt nämlich All Ears nochmal in die Kiste und greift in die Karussellkiste von 1989. Und es gibt tatsächlich noch eine Folge Biggie. Seid stark, Ferien wie noch nie. Ja. Ich habe auch schon ein bisschen Angst. Ja, dann gibt es noch mehr bei All Ears. Und zwar hat man auch ein Hörspiel der Reihe bzw. des Labels Für dich aus dem Jahr 1977. Blinder Passagier an Bord, die Ausreißer. Und von Peck aus 1975 die Irrfahrten des Odysseus. Guck. Ja, dann beim Globi Verlag aus der Schweiz gibt es auch eine neue Folge und zwar Globi und Roger. Ja, dann gibt es was von Titania Medien. Und nicht nur was, sondern mehrere Sachen. Und zwar einmal den zweiten Teil von Grimms Märchen. Titania hat ja eine Grimmsche Märchenreihe gestartet. Mhm. Zum ersten Teil kommen wir später auch. Das hat für mich übrigens für alle Zeiten den Froschkönig verdorben. Okay. Weil ich scheinbar das erste Mal richtig bewusst den Froschkönig gehört habe. Das ist schon eine ätzende Märchen. Ein fürchterliches Märchen. Mhm. Das ist ja grauenhaft. Na, und dann gibt es ein neues Gruselkabinett, die Folge 170, eine wahre Vampirgeschichte. Oh, ist das etwa, nee, ist es nicht. Das habe ich schon gedacht, das ist hier Vorlage für, na, Sarre? Interview mit einem Vampir. Ah, okay. Hätte ich jetzt irgendwie vermutet, aber ist es nicht. Okay, weil Johnny Depp nicht mitspielt, oder? Ja, genau. Ja, okay. Richtig. Ja, dann nochmal All Ears, nochmal Peck aus dem Jahr 1975, Hornblower des Königsadmiral, der Kapitän, die gibt es dann auch ab 30. April zu hören. War das echt Johnny Depp? War das nicht Johnny Depp? Jetzt muss ich gucken. Das verfolgt mich sonst. Brad Pitt und Tom Cruise. Das ist doch zusammen. Und Chris Slater. Die sind doch immer, wenn die zusammen auftreten, sind die doch Johnny Depp, oder nicht? Dann werden die so zusammengestoppt. Geschmolzen. Ja. Zusammengemorpht und dann ist das Johnny Depp. Ach, so war das. Na, Tom Cruise galt ja damals als glatte Fehlbesetzung, bis man dann gesehen hat, was er kann. Mhm. Also, weiß ich noch, da war damals großer Aufruhr. Wie kann man denn da Dings besetzen? Ja. Den komischen Tom Cruise. Ja, der kann ja leider. Ja, das hat er gut gemacht. Der kann halt leider was, muss man sagen. Das stimmt, ja. Das stimmt wirklich. Mission Impossible finde ich auch fantastisch. Also die, was der vierte zuletzt, also das ein granatenstarker Film. Ja, oder in Forrest Gump war auch super. Ja, oder in Bambi. Genau, als Jäger, der die Mutter erschießt. Genau. Ahnen mir viele heute noch nach. Ja, und in sein Blut badet und dann unsterblich wird. Genau, bis auf dieses Lindenblatt halt. Genau. Ah, genau. Mein Hörspiel. Mehr dazu im Podcast, die Kino-Couch. Ja. Ja, wir haben noch eine Folge Inspektor Lestrade, die kommt auch noch am 30. und zwar die Folge 11, der leere Zug. Sehr schön. Ja, und John Sinclair, endlich ist es soweit, macht Urlaub in Folge 145 auf der Villa Frankenstein. Ja, und was? Ja,
Denn es gibt da noch eine neue Larry Brand, die Lady mit den toten Augen. Guck an. Ja, aber dann, holla die Waldfee, eine neue Mindnapping wird es geben bei der Audionarchie. Auch am Freitag die Folge 32 Mousetrap. Die Geschichte ist von Markus Duschek. Ja, und es gibt auch eine neue Offenbarung 23 am 30. April, und zwar die 92 Starkstrom. Ah, von Tony Stark. Genau. Und eine neue Sherlock Holmes, die Geheimfälle des Meisterdetektivs, nochmal Titania Medien. Die Folge 44 heißt Der zweite Hund. Das ist dann der Nachfolger von... Nein, ist es nicht. Und zwei Sherlock Holmes und Co., und zwar die 61 und 62, werden am 30. April erscheinen. Der Zweiteiler, Die Spur des Verderbens. Das ist 61 Teil 1 und 62 Teil 2. Unglaublich, aber wahr. Ja, beides echte Holmes. Genau. Ja, und dann gibt es noch ein Hörspiel, was ich euch schon mal ans Herz gelegt habe und auch noch mal ans Herz legen möchte. Mordbüro GmbH und Co. oder Das Ende des Kapitalismus von Peter Meisenberg. Lief vor 2 Jahren im Radio das erste Mal und ist jetzt noch mal zu hören und wird es natürlich auch zum Download geben. Ein Hörspiel von Peter Meisenberg in der Regie Petra Feldhoff und ein wirklich sehr, sehr schönes Stück über das Krimi-Genre und die Welt im Allgemeinen. Großartig, ja. Das fand ich auch ganz toll. Ganz tolles Ding. Dann im SRF 1, das macht dann den Abschluss am Freitag, den 30. April, 20 Uhr, beziehungsweise dann um 20.20 Uhr gibt es 2 Folgen Grauen zu hören, und zwar die Folge 7, Der Fluch, und die Folge 8, Honeymoon. Genau, und damit sind wir endlich durch den April. Genau. Wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, also wir haben auf der Seite, haben wir jetzt nicht mehr die allzu viele Infos zu den einzelnen Hörspielen, sondern nur noch das, was wir euch explizit vorstellen, aber es gibt ja das Hörspielheft, was ihr euch downloaden könnt, wo das gesamte Radioprogramm und auch das gesamte Veröffentlichungsprogramm drin ist. Da sind auch alle zum Download verfügbaren Hörspiele des letzten Monats drin, alle erschienenen Hörspiele. Also immer relativ viel Hörspielmaterial, immer so 100, 120 Seiten mit ganz viel Hörspiel und ganz viel zum Blättern. Bitte nur digital, druckt den Scheiß nicht aus, weil das ist nicht gut, weil da muss ich wieder Bäume pflanzen. Naja, aber da erzählen wir euch ja dann mehr drüber im Orcast Umwelt und Natur demnächst. Bei, ja. Mir gehen die Streaming-Anbieter aus. Bei Disney Plus. Hatten wir Fio schon? Fio ja, hatten wir schon, da war, glaube ich, war da nicht der Mystery? Ich komme auch schon durch. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Das ist, naja, aber genau. Hast du auch was für die fürs 10-Jährige? So eine so eine Fake-Ausgabe. Stimmt, könnte man sich schon mal. Apropos 10-Jähriges, ihr könnt uns immer noch Sachen schicken. Wir machen alles. Ja, gerne, ja. Immer her damit. Egal was es ist, nehmen wir. Wir nehmen alles. Genau. Wir haben jetzt auch mehrere Podcasts, also von daher können wir das ja auch verteilen, gut, falls es da irgendwo nicht thematisch reinpassen sollte. War das nicht bei den 3 Klammeraffen? Wir machen alles? Ja, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, da war es sehr. Das fand ich sehr lustig damals. Ja. Auch sowas, was irgendwie, wo man nie wieder was von gehört hat. Finde ich schade. Da gab es 2 Staffeln, glaube ich, oder? Ne, 3 CDs. 3 CDs habe ich doch irgendwie hier stehen. Ja, die waren. Es war zwar sehr redundant dann irgendwann, aber das hatte was, ja. Vor allem dieses, was mir immer noch nachhängt, ist dieses eine halbe Stunde später, weil das wirklich so oft kommt, wenn man da danach mal drauf achtet, wie oft dieser Satz fällt. Ja, war mir auch nicht so bewusst vorher. Ja, genau. Deckel drauf. Deckel drauf und dann hören wir mal zurück, was denn so im Februar los ist. Genau. Und den Teil hört ihr jetzt wirklich bald. Ja. Nicht wie früher, wochenlanges Warten, jetzt nur noch tagelanges Warten. Genau. Bis dann. Bis nachher.